Wer von euch kennt Nick Hein? Wer hat schon mal den Namen Nick Hein gehört? Die sogenannten Pedo-Hunters. Ja, richtig gehört. Pedo-Hunter. Das heißt, sie jagen pädophile Hurensöhne. Anders kann ich es leider nicht ausdrücken. Es geht nicht anders über meine Lippen. Die haben eine Folge rausgebracht. Gestern, ja. Haben die eine Folge rausgebracht und sie sagen, das ist die krasseste Folge, die sie jemals rausgebracht haben. Und das möchte ich mir gemeinsam mit euch reinziehen. Denn dort stellen sie pädophilen Hurensöhnen Fallen. Sie fallen drauf rein, sie tun so, als wären sie irgendwelche Kinder, 12-Jährige, 10-Jährige, schreiben sie an mit einem Account, die fallen drauf rein, wollen sich mit ihnen treffen und dann tun die da wirklich kleine, also so irgendjemanden, kleine Mädchen hin und der denkt, der macht jetzt was mit dir und auf einmal kommen die so. Puh, film den. Ja, ja, ich würde gerne mal bei sowas mitmachen, ich würde sehr, sehr gerne das auch unterstützen. Also ich würde auch sehr gerne mal da mitgehen und mal einfach dabei sein, wie die so jemanden packen. Also liebe, liebe Grüße an Nick Hein und an die gesamte Crew. Ich habe auch gesehen, Attila, also Maestro, ist auch damit am Start. Finde ich so unfassbar geil. Und biete mich hier freiwillig an, ohne dass mich irgendjemand gefragt hat. Ich biete mich von alleine an. Bei so etwas bin ich an vorderster Front, das habe ich schon mal ein paar Mal gesagt. Falls die Crew oder irgendjemand oder so Interesse dran haben sollte, jemanden für mich da mitzunehmen, dann bin ich sofort dabei. Und ich bin auch ein bisschen ältere Garde. Und ich kann jetzt schon mal sagen, mein Blut kocht, nur wenn ich dran denke. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn wirklich so jemand vor mir steht, Alter. Weißt du was? Ich frag mal einfach, ich schreib mal jetzt den Attila. Ich mach das jetzt einfach, scheiß drauf. Salam alaikum, mein Bruder. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut. Ich hab mal eine Frage, ne? Ich habe ja gesehen, dass du ja auch mit Nick Hein dicke bist und auch bei dem Format Pedo Hunters sehr aktiv bist. Ich wollte mich einfach freiwillig melden und hätte wirklich Lust, da mitzuwirken oder irgendwie mitzumachen, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich bin ja selber ein absoluter Gegner von solchen Leuten und ich finde auch, dass es hier im Lande viel zu milde bestraft wird und würde mich auf jeden Fall freiwillig anbieten, mein Bruder. Da einfach mitzumachen oder einfach nur irgendeine Rolle zu spielen. Von mir aus bin ich der, der von Weitem das filmt oder ich bin irgendein, pack mich in irgendeine Position. Ich bin dabei, Bruder. Weil sowas ist mir eine Herzensangelegenheit. Wie ich jetzt gerade darauf komme, es wurde ja gestern eine Folge ausgestrahlt und die ziehe ich mir jetzt gleich rein mit meiner gesamten Community. Und du weißt, Bruder, ich bin ein Gefühlsmensch und ich fühle mich in Dingen rein. Und ich sag dir ehrlich, ich bin ja auch selber Vater, du ja auch, frisch gebackener, ne? Und, Bruder, ich schwör's dir, glaub mir, nimm mich mal da einmal mit. Lass uns mal auch der Gesellschaft zeigen, wie... Nein, ich will jetzt nicht so viel reden, ich würde auch nichts kaputt machen wollen da, aber ich will einfach meine Emotionen einmal freien Lauf lassen. Also natürlich nicht physisch, sondern in einer Ansprache oder so, weißt du? So emotional, irgendwie sowas. Ich will einfach das supporten, Bruder. Ich will das einfach irgendwie unterstützen und ich würde mich sogar dafür hergeben, irgendwie, keine Ahnung. Also das ist das einzige Format, wo ich mich so wirklich dafür so hergeben würde. In ganz Deutschland, Bruder. Das wäre so das Einzige, das wollte ich nur sagen, mein Bruder. Ansonsten liebe Grüße, ich freue mich auf deine Antwort. Yes! Ja, Leute, ich bin selber Papa und einige von euch sind ja selber Eltern. Ich habe mies recherchiert. Und ich sage euch wirklich, einzige Format, wofür ich mich freiwillig hergeben würde, wäre wirklich Pedo Hunters von Nick Hein. Ich sag euch ehrlich. Ich will auch kein. Ich würde nichts wollen. Nichts. Ich würde niemals sagen, ja, kriege ich was dafür. Um Gottes Willen. Niemals. Niemals würde ich einen Cent dafür nehmen. Das ist eine Ehrensache. Oder sonst. Ich würde einfach so gerne mal mitmachen. Ich sag mir in meinem Kopf auch immer, diese Leute sollen beten, dass sie nicht jemanden wie mir mal über den Weg laufen und ich Zeuge von sowas werde. Ich schwöre dir, ich habe Angst vor diesem Moment, weil du weißt selber, ne? Ich will nicht weiter reden. So, und wir ziehen uns das jetzt rein. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr emotionale Angelegenheit. Und ich finde auch, gerade in Deutschland sollte dieses Thema, weil Deutschland ist ja ein Pädoparadies, weil der Rechtsstaat hier komplett versagt. Und ich sag euch, das wird bewusst gemacht, weil die Leute, die diese Gesetze erlassen, selber Pedos sind und sich damit und ihresgleichen schützen wollen. Ist meine Meinung.
Ich war selber im Gefängnis für 3 Jahre ungefähr. Und ich war in mehreren Gefängnissen auch in den 3 Jahren und habe auch gesehen, wie man solche Leute schützt und wie man mit ihnen umgeht. Ich hatte auch diverse Unterhaltungen mit Beamten in der Justizvollzugsanstalt und habe dann mit denen auch darüber diskutiert, wie die solche Leute überhaupt schützen können und wie die das mit ihrem Gewissen vereinbaren, obwohl die selber Kinder haben und. Ne? Er sagt, ja, was soll ich jetzt mit dem machen, Alter? Sag ich, ja, dann gib ihm doch nicht, also ich befolge nur Anweisungen. Da haben wir wieder die Autoritätskette. Ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist mir eine Herzensangelegenheit, bei solchen Themen mitzuwirken, mitzumachen, mitzuunterstützen, diese Hurensöhne zu bekämpfen in unserer Gesellschaft. Und ich sag euch ganz klar, dafür können mich jetzt einige hassen, aber die Leute, die mich dafür hassen, können mir sowieso einblasen. Pädophilie oder Kindern was anzutun, ist keine Krankheit und gehört nicht ärztlich behandelt, sondern da gehört der Schwanz abgeschnitten und dann kommst du ins Gefängnis, bis du verrottest, du Bart. So sieht's nämlich aus. Genauso. 100%, da stehe ich auch 100% hinter und das ist für mich keine Krankheit, sondern das ist einfach nur unmenschlich. Ja, da verstehe ich auch keinen Spaß mehr oder so. Gar nichts mehr. Also da sehe ich wirklich, dann hält mich auch nichts mehr. Nee. Da verliere ich, das ist ein Ding, wo ich die Nerven verliere, ich sag euch ehrlich. Bei sowas verliere ich komplett die Nerven und fühle mich sogar noch gut dabei. Ich sag euch ehrlich. So, wir gehen mal rein, ich bin sehr gespannt, ich hoffe, ihr habt Bock. Wenn ja, lehnt euch zurück, Leute. Ich hoffe, ich kann euch den Abend oder die Nacht ein bisschen versüßen. Egal, wie stressig euer Tag war, nichts ist stressiger als unsere Streams, weil die Themen einfach zu wild sind, Ladies and Gentlemen. Was sagst du? Hab mich mit Pädokriminalität beschäftigt. Sehr lange hat der Psyche nicht gut getan. Das ist ziemlich das Schlimmste, womit ich mich jemals befasst habe. Nicht jeder kann das so mit den Themen umgehen. Ja, weil es halt hochgradig emotional ist. Und gerade wenn es um Kinder geht, Leute, da, also ich fahre da komplett aus der Haut und ich bin dafür auch nicht gemacht. Ich könnte damit auch nicht umgehen. Respekt an jeden, der damit umgehen kann. Ich sehe da nur rot. Also wenn vor meinen Augen etwas passiert in der Hinsicht, dann hat derjenige Pech gehabt. Dass jedem, also es gibt wahrscheinlich Leute, die wie ich ticken, Leute, die wie ich denken, die selber Väter sind, ja. Aber da hat derjenige, also wenn das vor meinen Augen passiert oder unmittelbar in meiner Nähe und ich kriege das mit, ja, auf frischer Tat quasi, dann hat derjenige sowas von Pech gehabt an der Stelle, wirklich. Da gibt's auch keine Ausreden mehr, da gibt's auch kein benimmt euch mal, das ist Game Over. Da hat derjenige verkackt. Weil dann wird alles rot. Also wirklich. Dann ist rot die Lieblingsfarbe von mir. Da würde ich sagen zu dem Kind, ich so, geh mal bitte, geh mal hinter der Wand, versteck dich mal kurz. Ich muss mal kurz was mit dem Typen hier kurz klären. So. Und dann würde ich würde aus dem Ketchup machen. Wisst ihr, wie Ketchup hergestellt wird? Dann werden die alle Zeuge von einer Herstellung, wie Ketchup gemacht wird. Ganz einfach. Ja, und ich schwöre es dir, mit Stolz und Ehre würde ich sogar selber noch die Polizei rufen und sagen, hier, ich habe für euch Ketchup gemacht. Bitteschön. Let's go. Der junge Rechts ist Stepan und steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Denn heute wird er mit uns, seinem ehemals besten Freund, eine Falle stellen, weil dieser etwas Unverzeihliches getan hat. Weder er noch Stepan wissen, was sie erwartet. Okay. Es gibt echt Leute in Deutschland, die verbieten wollen hier, ne? Nick Hein und so. Die wollen die verbieten. Ehrlich, ist kein Witz. Mies recherchiert. Die kämpfen gegen die an und wollen, dass deren Kanal gesperrt wird und so. Könnt ihr euch das vorstellen? Real Talk. Das ist krass, oder? Die machen das, was die Justiz und die Behörden verkacken, machen die auf eigene Faust quasi und die wollen die noch bekämpfen. Da kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen, in was für einer Gesellschaft wir leben, Leute. Die machen die Arbeit, die Behörden verkacken einfach. Die legen denen übertrieben viel Steine in den Weg. Das kriegst du ja mit. Die werden wahrscheinlich von der Reichweite gedrosselt und. Guck mal, das Video hat innerhalb eines Tages fast 300.000 Klicks. Taucht das irgendwo in den Trends auf? Hä?
Wurde euch das irgendwo vorgeschlagen? Hä? Ja. Dann kam Bob Haft. Was sagst du? Rumble für unzensierte Version? Wie? Das, davon gibt es eine unzensierte Version? Wo? Auf Rumble, da findet ihr unzensierte Version unserer Videos oder jetzt von dem hier? Niemals. Richtig, wie die den aufs Maul hauen und so, oder was? Nee, aber nicht von dem aktuellen jetzt, ne? Nee. Schade. Ne, von dem aktuellen jetzt nicht. Ja, Wahnsinn. Let's go. Ey, das geht nicht, das geht nicht. Die unglaublichsten Geschichten werden manchmal an den unscheinbarsten Orten geschrieben. Von den unwahrscheinlichsten Protagonisten, wie Stepan hier. Einem liebenswerten, aufstrebenden jungen Fußballer und seiner Freundin Eileen, die wahrscheinlich keine Ahnung hatte, was sie da entfachen würde, wenn sie einen harmlosen Fake-Account erstellen würde. Puh. Diese Geschichte beginnt vor 15 Jahren mit zwei Jungs, die Freunde wurden. Gute Freunde, vielleicht sogar die besten Freunde. Bis ins Erwachsenenalter. Geile CGI auf jeden Fall, Respekt. Um die Tragik dieser wahren Geschichte wirklich zu fühlen, muss man verstehen, wie eng die beiden waren. Freunde seit der Jugend. Gemeinsam durch dick und dünn auf dem manchmal schwierigen Weg zum Erwachsenwerden. Gemeinsame Erlebnisse, die zusammenschweißen und sich unwiderruflich in der eigenen DNA manifestieren. Ein guter Freund ist wie ein Bruder. Jemand, dem man vielleicht sogar mehr vertraut als der eigenen Familie. Und auch wenn die beiden später total unterschiedliche Wege einschlugen, so blieb das Band der Freundschaft dennoch zwischen den beiden bestehen. Doch dann kam alles anders. Eileen hatte von Gerüchten gehört, dass Patrick gewisse Vorlieben für jüngere Mädchen hatte. Als sie Stepan davon erzählte, reagierte dieser mehr als aufgebracht. Sie erklärte ihm, dass sie nur davon gehört hatte und es vielleicht gar nicht wahr wäre. Dennoch ließ sie der Gedanke nicht los und sie ging der Sache nach. Sie zog eine Grenze, die Patrick als bester Freund bestimmt nicht überschreiten würde und erstellte einen Fake-Account von ihrer angeblich 13-jährigen Cousine. Patrick würde doch niemals die Cousine der Freundin seines besten Freundes kontaktieren, oder? Doch wieder kam es anders. Patrick ging nicht nur darauf ein, er schrieb Dinge, die wir euch aufgrund der YouTube-Community-Richtlinien hier nicht zeigen können. Eine jahrelange Freundschaft und Stepans Weltbild wurden am gleichen Abend zerstört. Krank, ja. Ich schwör's dir, du kannst den Menschen auch nur vorm Kopf schauen, oder? Ich habe mies recherchiert. Boah, Alter, du weißt nie, was in dem Kopf eines Menschen wirklich abgeht, egal wie lange du ihn kennst, ne? Du weißt es einfach nicht. Vielleicht ist, keine Ahnung, das ist so, boah, Menschen sind unberechenbar, Leute, ich sag's euch, ne? CK's Roots, mein Bruder, dankeschön. Gizem ebenfalls, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Ich habe mies recherchiert. Stepan stellte Patrick zur Rede, doch anstatt zu seinem Fehltritt zu stehen, überflutete Patrick ihn mit Ausreden und schob die Schuld sogar auf Eileen. Sie hätte das Ganze fingiert, um ihn schlecht vor Stepan dastehen zu lassen. Ratlos und sicherlich auch ein wenig verzweifelt wandte sich Eileen an uns. Auch wenn wir Eileen glaubten, fing der Fall für uns da wieder bei Null an. Wir müssten unsere eigenen Beweise sammeln. Nicht sehr wahrscheinlich, dass Patrick, nachdem er gewarnt war, sich wieder so ungezügelt im Internet bewegen würde. Aber trotzdem instruierten wir Eileen, einen weiteren Account von einem 13-jährigen Mädchen zu erstellen. Und jetzt ratet, was passiert ist. Nicht nur, dass Patrick erneut Kontakt suchte. Sein Verhalten war sogar noch deutlich aggressiver als zuvor. Nachdem wir uns mit Eileen und Stepan besprochen hatten, wurden wir uns einig, dass Patrick sein Verhalten nicht ändern würde. Er schien gerade erst auf den Geschmack gekommen zu sein und so entstand unser Plan. Patrick müsste verstehen, dass solche Dinge Konsequenzen nach sich ziehen. Aber zunächst müsste Stepan ihm vorspielen, dass zwischen den beiden alles in Ordnung ist, auch wenn es ihn innerlich zerriss. Und nur um klarzustellen, was für ein Typ Patrick ist und warum Stepans Verhalten absolut gerechtfertigt ist,
Nachdem Patrick erwischt worden war, belog er nicht nur Stepan und stritt jegliche Schuld ab. Sofort danach tat er es wieder und jetzt haltet euch fest, ging selbst zu Stepan und log erneut. Er behauptete, er habe jetzt eine neue Freundin. Die sei aber fast volljährig und sehe nur sehr jung aus. Boah, es ist schon hart. Also, das riecht nach Ketchup. Musste, dankeschön, mein Bester. Ab hier war klar, dass seine Worte der Besserung sowie die vorgeheuchelte Freundschaft zu Stepan nur Mittel zum Zweck waren. Danach ist Folgendes passiert und das ist wichtig. Über weitere zwei Wochen hat Patrick nun mit Aline geschrieben und sich dabei mehrfach strafbar gemacht. Wir entscheiden, dass es die Zeit für ein Treffen mit ihm ist. Während der letzten Tage hat Patrick öfters Bilder von unserem Lockvogel Melina gesehen, von der er glaubt, dass sie die 13-jährige Sarah ist. Um zu bekommen, was er möchte, hat er eine Art Loverboy-Methode angewandt und Sarah gesagt, dass er mit ihr eine Beziehung haben möchte. Obwohl er weiß, dass alle seine Freunde ihm den Rücken kehren würden, wenn dies rauskäme, hat er mehrfach schon mit seiner neuen Freundin geprahlt. Er ist sicher, dass niemand jemals ihr wahres Alter erfährt. Bei so einer Aktion spielt jedes noch so kleine Zahnrad eine entscheidende Rolle. Wenn einer versagt, reißt er die anderen sowie den ganzen Fall mit sich. Während das Team die entscheidenden letzten Vorbereitungen trifft, begleitet ihr jetzt Stepan und Tobi auf ihrer Mission, Patrick abzuholen. Beide sind absolut unerfahren und hochnervös. Ihre Aufgabe ist es, Patrick zu einer fingierten Gartenparty zu bringen, ihn aber auch mental auf diese Party vorzubereiten, sodass ihm gleich nichts verdächtig vorkommt. Denn die gesamte Party wird mit Teammitgliedern besetzt sein. Patrick kennt diese inklusive Tobi noch nicht. Deswegen sollen Stepan und Tobi dafür sorgen, dass Patrick sich zunächst wohlfühlt. Beide haben aber auch deutlich merkbar mit ihren eigenen Nerven zu kämpfen. Okay. Ja, was kriegen wir dann? Nur die leichteste Aufgabe, Digga. Das ist einfach Smalltalk. Und ich bin so aufgeregt, das ist so dumm. Ehrliche Antwort. Würdet ihr die Nerven bewahren? Und wenn ja, würde euer bester Freund merken, dass irgendwas nicht stimmt? Da hinten, weißt du, wo du mir letztens gezeigt hast? Also was heißt letztens, schon lange her, da wo ich hinten an deinem Haus komme, weißt du? Ihr müsst überlegen, das ist sein bester Freund seit 20 Jahren. Und er macht gerade mit bei so einem Format, um ihn auszuliefern. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ich würde mich persönlich um meinen Freund kümmern, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn ich mich jetzt versuche, da hineinzuversetzen in den Kollegen hier, ich glaube, ich würde es persönlich klären. Naja. Ich meine, wenn das irgendjemand ist, den du dabei erwischst, okay. Aber jemand, den du seit 20 Jahren kennst, ich würde mich persönlich um ihn kümmern. Weiß ich nicht. Ich würde ihn richtig, ich würde Filme auf ihn machen, ich würde sogar sagen, ich werde dich bei den Behörden melden, ich würde irgendwas auf ihn machen, aber den dann so in so, boah, ist auch schon hart. Ja, der lügt nur rum, ich weiß, der andere. Trotzdem. Der nimmt den richtig hops damit, also wirklich. Das ist der. Das ist er, Leute. Da ist der Übeltäter. Alles gut? Ja, bei dir? Das ist ein Kollege von mir. Früher Fußball im Haus gespielt. Und? Was hast du heute gemacht? Auch ein bisschen Mainz verfolgt.
wie bei Jetham, wie und Pfeife. Und so wie, ja, Digga. Ja. Dann war die Karin schon gezockt, ein bisschen Fortnite. Ah, zocken tust du? Ja. Warum haben wir schon mal ein Hobby? Hier seht ihr, wie aufgeregt die beiden Jungs sind. Tobis Aufgabe im Auto sollte sein, Rapport mit Patrick aufzubauen. Quasi eine Unterhaltung unter Gleichgesinnten. Aber er kriegt den Satz gemeinsames Hobby einfach nicht raus, sodass Stepan einspringt, weil er die Situation retten will. Patrick fällt es Gott sei Dank nicht auf, weil er eh nur über sich selbst reden möchte. Aber jemandem, der aufmerksamer gewesen wäre, hätte dieser Ausrutscher vielleicht schon vorgewarnt. Hier nochmal die Situation. Warum haben wir schon mal ein Hobby? Streamt habe ich kurz. Echt? Ja. YouTube. Was? Streamen? Was hat der gesagt? Streamt habe ich kurz. Er streamt einfach. Echt? Ja. YouTube. Auf YouTube? Ja, eigentlich alles dabei. Ja, und so, wer ist gleich noch da? Quadburi Kollege von mir. What the fuck? Auch welche von Fußball. Du? Dann noch ein paar Kollegen, mein Nachbar ist da. Ein Kameramann, den Herr Kamera. Ein Freund von mir, der war heute beim Spiel. Das ist wichtig, genau. Für die, die nicht wissen, der Kollege mit der Brille hier, das ist Nick Hein. Das ist der. Fotograf aus Mainz. Die haben mich einfach auch eingeladen. Die stehen uns sehr gut. Anders, das ist ein Freund von mir. Der ist ein Fotograf. Du hast keinen Fotograf eingeladen. Weil dann denkst du, warum ist ein Fotograf da? Du sagst, mein Freund. Der ist da, der war heute beim Spiel, weil der macht Fotos. Einer aus Mainz, ein Kollege von mir, der ist Fotograf, der hat mich heute beim Spiel fotografiert. Der ist auch dabei. Paparazzi. Die Frage ist so berühmt. Nein. Ja, wie geil. Mein Nachbar hat noch sein... Er wird nervös. Der Kollege wird nervös, weil er kratzt sich hier, nachdem er das mit den Fotografen und Paparazzi und so gehört hat. Das hat ihn nervös gemacht. Achtet mal drauf. Die Frage ist so berühmt. Nice. Guck mal. Ja, wie geil. Guck mal jetzt. Mein Nachbar hat noch seinen Kollegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das nochmal war. Kollegen dabei, der grillt für uns. Der meinte, dass der richtig krass grillen kann. Deswegen macht er das. Du kannst gut grillen. Ja. Seit wann? Ich habe mit mir in der alten Firma jeden Tag gegrillt. Bin mal gespannt, ob meine Freundin heute noch kommt. Deine Freundin? Wollt ihr heute kommen? Echt? Er meint die 13-Jährige, Leute. Und dann kratzt er sich an die Nase. Bin mal gespannt, ob meine Freundin heute kommt. Ich habe mies recherchiert. Crazy, er lebt das also richtig aus. Ich mache euch ein bisschen lauter. Also er lebt das ja richtig aus in seinem Kopf. Krank, Alter. Ey, Dankeschön an Johnny. Guck mal jetzt. Bin mal gespannt, ob meine Freundin heute noch kommt. Deine Freundin? Wollt ihr heute kommen? Echt? Ja. Diese Aussage ist wieder gelogen. Patrick hatte Sarah nie zu dieser Party eingeladen. Der einzige Grund, warum er so dreist lügt, ist, weil er sich sicher ist, dass Stepan nie erfährt, wer und wie alt seine Freundin wirklich ist. Oh mein Gott. Hast du die überhaupt gekratzt? Was? Hast du die überhaupt gekratzt? Guck, er kratzt sich wieder am Arm. Ja, hab ich gefragt, was ich heute mache? Hab ich gesagt, ja, ich bin heute beim Kumpel. Oh! Hier, der hier. Krank, Alter. Hier seht ihr mal einfach in echt, wie das ist, wenn jemand wirklich Scheiße labert. Kratzt er sich am Hinterkopf. Das ist Körpersprache, kannst du ganz schlecht verstecken, Leute. Das ist schon wie alt seine Freundin wirklich ist. Hast du die überhaupt gekannt? Was? Hast du die überhaupt gekannt? Ja. Guck mal jetzt. Ja, hab ich gefragt, was ich heute mache. Hab ich gesagt, ja, ich bin heute beim Kumpel. Wir feiern ein bisschen.
trinken ein bisschen. Zu diesem Zeitpunkt dürfte klar sein, dass Patrick ein notorischer Lügner ist. Genau jetzt laufen die letzten Vorbereitungen am Zielort. Boah, wie, stell dir vor, du weißt, dass dein Homie, den du seit 20 Jahren kennst, dich gerade anlügt. Du weißt, er lügt gerade, weil du die Wahrheit kennst. Du weißt auch ganz genau, dass diese Geschichte mit der Freundin einfach nicht wahr ist, weil du quasi da mitwirkst in dem Plan, ihn hops zu dem. Und du weißt genau, dass dieses Mädchen nicht seine Freundin ist, sondern ein Lockvogel. Bah, wie unangenehm. Ich würde mir in diesem Moment denken, boah, mit was für ein Opfer war ich da befreundet eigentlich. Boah. Wenige Minuten Zeit, eine minimale Fehlertoleranz und ein hohes Planungsrisiko halten das Team auf Trab. Ich würde so gerne mal dabei sein. Wirklich. Ich reiß mich auch zusammen, Leute. Wirklich. Also, lieber Nick Hein oder einer aus dem Team, wenn ihr das seht, nimmt mich mit. Ich schwöre dir, ich reiß mich zusammen. Ich greife nicht die Leute an oder mach irgendwelche Sachen. Versprochen. Boah, Alter, ich würde gerne mitmachen. Was einige schreiben, das ist inszenierte Scheiße. Boah, weiß ich nicht, ey. Weiß ich nicht. Also ich habe schon Videos von denen gesehen, die sahen alles andere als inszeniert aus. Ich sag dir ehrlich, ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich habe da schon Videos von denen gesehen, die sahen wirklich nicht inszeniert aus. Auch die Reaktion der Leute, die sie da erwischt haben. Ich glaube auch nicht, dass Attila, also Maestro, irgendwie bei einem Format mit dabei ist, wo gefaked wird. Da würde Maestro, glaube ich, gar nicht mitspielen. Ich kenne ihn doch. Wir kennen ihn doch alle mittlerweile. Was wäre schlimmer? Ne? Was wäre schlimmer? Wenn herauskommen würde, was ich natürlich nicht glaube, einfach nur so als Frage, wenn das hier gefaked ist, mit diesen Themen und mit diesen Situationen, oder wirklich, dass also jemand, der wirklich solche Gedanken hat, was ist schlimmer? Dass man mit solchen Themen das faked? Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass es gefaked ist, Leute. Ich sag mal ehrlich. Gehe ich mal nicht von aus. Oh, ich habe mich an der Nase gekratzt. Krank, überall versteckte Kameras. Der Typ weiß nicht, wo er gelandet ist. Er denkt, geil, ich grille gleich erstmal und dann schreibe ich meiner 13-jährigen Freundin. Ich finde, die Drohne hörst du ja eigentlich von oben, ne? Also wenn eine Drohne von oben fliegt, du hörst diese Summen. Das hörst du doch. Voll unnötig die Drohne eigentlich. Damit verrät man sich doch voll. Ihr fragt euch bestimmt, warum das Ganze? Worauf bereiten sich diese verrückten Teufelskerle und Räubertöchter da eigentlich vor? Auf Grundlage von Patricks Taten haben wir ein Szenario erstellt, das ihn an der Realität zweifeln und seine fragwürdigen Entscheidungen hinterfragen lassen wird. Wen haben wir denn da? Sexy Boy, oh, Maestro. Attila, Bruder. So in der Art und Weise, wo zum Teufel bin ich da reingeraten und warum habe ich das überhaupt gemacht? Bam, bam, bam. Alles wird... Ja, Bruder, das denke ich mir auch manchmal. Genau das denke ich mir auch manchmal. Bam, bam, bam. Ich würde doch nur mitmachen, einfach nur mit Attila den Grill anzumachen.
Ich will nur ein Teil davon sein. Ich will nur für mein Gewissen sagen, ich tue was Gutes, indem ich einfach bei so einem Format mitmache und das irgendwie supporte. Lass mich nur den Grill anzünden. Mehr will ich gar nicht machen. Am Ende siehst du Keanu, pack den Typen, bam, bam, Kopf in den Grill, sei lass. Wird aber erstmal total harmlos beginnen. Auf der Party wird Patrick ein paar total gechillte Leute kennenlernen, wie Attila, aka Barbecue Bay, ein professioneller Grillmeister und Schwager von Ismail, der für ihn übersetzen muss, weil Attila nur Türkisch versteht. Ismail Okay, die schlüpfen in Rollen sogar, stark. Spielt Stepans freundlichen Nachbar, der durch seine liebenswerte Art Patrick dazu bringen soll, sich schnell wohlzufühlen. Wenn Patrick auftaut, wird er mit Sicherheit, so wie wir ihn einschätzen, wieder allen von seiner Freundin erzählen und auch allen das Bild von Sarah, aka Melina, zeigen, sodass... Wer erinnert sich, wo ich bei Nahim Sky gewesen bin? Erkenne den Mörder oder so, ne, war das? Kenne den Mörder? Ich habe mies recherchiert. Ich glaube, das war bei Erkenne den Mörder. Da hat sich doch Attila... verkleidet gehabt. Wer weiß es noch? Wer hat das mitbekommen? Und ich schwöre euch, ich wusste es nicht, ne? Ich wusste es wirklich nicht, dass er unter den Kandidaten ist und verkleidet ist. Das ist heavy gewesen, Alter. Einfach hatte... Ja, ja. Kingly, dankeschön. Jeder auf der Party weiß, wie sie aussieht. Tobi, der eben noch im Auto mit Stefan und Patrick saß, wird im Laufe der Party vorschlagen, etwas Gras zu besorgen. Aus rein medizinischen Gründen natürlich. Dann wird der Kai anrufen, der mit Nick wenige hundert Meter Luftlinie entfernt wartet. Die beiden spielen nämlich die berüchtigten Mannheimer Drogendealer Kai und Frank S., die vor kurzem erst wegen ihrem spektakulären Drogenskandal in den Medien standen. Wenn sie dann angekommen sind, wird die berüchtigten Cousins schon eine gewisse Aura umgeben. Sie sind laut, unangenehm und werden zu allem Überfluss ein paar wirklich grausige Knastgeschichten erzählen, die allen Anwesenden den Magen umdrehen werden. Die einzigen, die eine gute Zeit haben... Habt ihr gecheckt? Jeder von ihnen schlüpft quasi in eine Rolle. Und die sind so zwei Schwerkriminelle, die so voll die Assis sind und so. Kennt ihr so unangenehme Assis? Die kennt doch jeder, ne? Oh, lieber Apion, ich danke dir von Herzen, mein Bruder. Dankeschön. ...haben werden Kai und Nick sein. Dann wird Kai einen Anruf seiner kleinen Schwester bekommen, die gelangweilt im Auto auf die beiden warten muss. Sie hätte Durst und wolle wissen, wie lange das noch dauert. Deshalb wird Kai sie prompt mit auf die Party einladen, um dort gemeinsam mit den Jungs Zeit zu verbringen. Vorher hat er immer wieder erwähnt, wie sehr er seine 13-jährige kleine Schwester sah. Oh mein Gott, habt ihr gecheckt, wer diese 13-jährige Schwester dann ist? Die, mit dem dieser Typ die ganze Zeit chattet. Alter Falter. Das wird eine direkte Gegenüberstellung dann sein auf dieser Grillparty. Boah, das ist schon ehrenlos hops genommen, oder? Das ist crazy. Ey, Bratan, spasiba. Хорошо. Sarah liebt und dass er ein besonderes Auge auf sie geworfen hat, dass niemand ihr zu nahe kommt. Tja, und jetzt ratet mal, wer dann auf der Party auftaucht. Melina aka Sarah, dessen Bild zuvor noch von Patrick selbst vor allen auf der Party rumgezeigt wurde, wird... Was? Der zeigt das Foto von ihr und sagt, das ist meine Freundin. Die sieht nur so jung aus. Die ist bald volljährig. Alter, was wird das denn bitte? Was, die wollen das auslösen, dass er das zeigt? Okay, boah, ich bin so gespannt. Zum Glück war ich vorhin noch beim Supermarkt mit meinem Bruder, der aus Singapur hierher gereist ist und hab mir noch coole Snacks geholt, weil das wird jetzt ein Film, Leute. Film ab. Definitiv für einen Schockmoment sorgen. Und wir sind später, also nach dem Video oder irgendwann später, sind wir auf jeden Fall auf Kick und schauen uns Sachen an, die wir hier auf YouTube und Twitch nicht gucken können. Bist du Bescheid? Das Ganze noch unangenehmer zu machen, wird Attila, Ismails türkisch sprechender Schwager, die ganze Situation verschlimmern, indem er Ismail fragt, ob Sarah nicht das Mädchen ist, das mit Patrick zusammen ist. Natürlich auf Türkisch, aber alle werden immer wieder die Namen Patrick und Sarah verstehen. Dann wird sich die Situation für einen kurzen Moment entspannen, wenn Kai, Nick und Melina die Party wieder verlassen. Die Ruhe hält aber nur kurz an. Kai wird Tobi anrufen und ihm sagen, dass Sarah ihm von der Beziehung zu Patrick erzählt hat und dass er und Frank jetzt zurückkehren. Keiner solle sich rühren. Naja, was soll ich euch sagen? Den Rest müsst ihr einfach selbst sehen, um ihm zu glauben. Boah,
Alter, das will ich mal sehen. Was sind mit den... Ich bin so auf die Reaktion von diesem Typen gespannt. Mann, krank. Ich glaube, dass die Jungs fehlt da nicht ein Stuhl hier. Warum? Ach so. Voll war neben mich, wenn die kommen. Ja, ist doch hier. Hey Jungs, wieder zurück. Yo. Moin. Es geht, Bro. Ich habe einfach geredet und es war gemütlich. Ich habe einfach nur vorgelesen, was da steht, um ehrlich zu sein. Weiter geht's. Ja, das sind sie. Zoom ran. Das ist mein Schwager. Es gab kein weißes. Trinkst du das rote? Ja, ich muss was zeigen. Das ist mir. Also erneut gibt Hakan vor, etwas auf der Kamera zu zeigen. Dies tut er, um sie genau vor Patrick in Stellung zu bringen. Was geht? Hast du ihm gesagt, dass er kein Bildschirm? Achso, Volkan, mein Schwager, der ist vor einiger Zeit aus der Türkei gekommen. Cool, ne? Der kann kein Deutsch, aber wenn ihr ihm was sagen wollt, dann soll ich ihm das sagen und ich übersetze. Ihr könnt ihn auch einmal Wolle nennen. Ja. Also der will Wolle genannt. Nur zur Information, Männer, er hat einen Laden in Izmir. Und da, er ist Spezialist, was Fleisch angeht. Boah, wie nervös. Ey, Leute, wie nervös der hier ist, ne? Unser Dickerchen hier. Schau mal, wie nervös er bitte ist. Ich glaube, er merkt irgendwas. Der ist extrem nervös. Ich glaube, irgendwas hat der auf jeden Fall gerochen. Er ist der Fachmann, was Fleisch angeht. Deswegen hoffe ich es okay, dass er hier heute grillt. Ich hab schon probiert. Also. Ja. Hast du auch Fußball gespielt? Ja. Ja? Ja. Du ein türkischer Arzt. Ich falsch verstehen, Männer. Der steckt jeden jetzt was im Mund. Und dieser Typ denkt sich, oh ne, will er mir jetzt auch was im Mund stecken? Der hat gar keinen Bock drauf. Okay. Attila Westermann. Echt? Ja, bei meinem gleich, gleich ist er dran. Was er jetzt macht. Ach so, wie meinst du das? Guck mal jetzt. So ein Jugendding. Hier seid ihr gerade Zeugen des spektakulären Wurst-Zeigefinger Texas Switch geworden. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, hier ist ein klassisches Beispiel. Was? Niemals hat er das gemacht. Niemals hat er das gemacht. Niemals! Ich habe nie verkauft. Das hat er nicht gemacht, Leute. Oh mein Gott, der hat ihn einfach seinen Finger im Mund gesteckt. Was? Attila! In so einem Jugendding. Guck mal. Hier seid ihr gerade Zeugen des spektakulären Wurst-Zeigefinger Texas Switch geworden. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, hier ist ein klassisches Beispiel. Das Setup war einfach zu genial. Patrick hatte nie eine Chance. Der hat einfach nicht drauf reagiert. Er ist super dur. Er hat nicht drauf reagiert. Yanındaki pitch'te bazen bir çok güzel tabii diyorum. Was ist das für eine Situation, Digga? So. Ich kann nicht mehr. Ich hätte ihm gerade genau gleich gesagt. Şey söyle. Bu yavrudur, çok gençtir, bu çok sever. Bu yavrudur, çok gençtir, seversin. Sag, das ist frisch, frisch. Würdest du gerne essen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ismail das nicht richtig übersetzt hat. Aber was weiß ich schon? Ich kann ja gar kein Türkisch. Ich würde gleich noch einen Kollegen vorbeikommen. Ich würde zwei Freundinnen mitbringen, wenn das okay ist. Die sind echt. Mashallah. Da bin ich dabei. Könnt ihr euch einfach. Ich bin raus. Wir haben beide eine Freundin. Ihr seid raus. Pimmelparty oder was? Nein, Junge. Wir haben Freundin. Ach so. Als ob ihr jetzt nein sagt, nur weil ihr eine Freundin habt. Ja, ein bisschen flirten. Was daran zu schlimm? Oder?
dieser eine Freund, der alle verleiten will, irgendwie fremd zu gehen. Ich wüsste, wer wird nur, wenn meine Freundin heute auch noch kommt. Weil er selber keine Freundin hat, der Pimmel. Und dann würde ich mal sehen, damit ist lustig. Wie recht du doch hast. Was hat der gesagt? Ja, ein bisschen, einfach ein bisschen flirten, was daran so schlimm. Oder? Ich wüsste, wer wird nur, wenn meine Freundin heute auch noch kommt. Oh mein Gott. Da gebe ich ihm recht, das wird echt lustig. Dann würde ich mal sehen, damit ist lustig. Wie recht du doch hast. Dann ist das doch nicht schlimm. Der hat ein weißes Shirt an. Zeig mal, Freunde. Hallo, gar nicht speziell. Hier. Ah, krass. Ja. Warte mal. Nein. Meint er, zeigt mal eure Freundin. Ihr habt mir die alle noch gar nicht gezeigt. Chef, einer sagt, zeig mir mal deine Frau. Bruder. Das wäre das letzte Wort, was du mit mir geredet hättest. Wir haben ein Fußballspiel geguckt und dann waren wir mit direkt Kollegen. Hintergrund. Direkt Hintergrund. Gegangen. Guck mal, jetzt zeig dir das Bild. Der holt das Handy raus. Zeig mal Bild. Niemals. Guck, der holt auch. Er holt jetzt sein Foto von der 13-Jährigen raus. Das ist doch nicht Bild. Wahr, Alter. Guck hier, der zeigt gerade das Bild. Ich will nicht wundern. Sieht ein bisschen jünger aus wie du. Ach ja? Patrick? Ist das so? Warte. Da jetzt, oh mein Alter, Gott. Der ist so ein Hund. Da siehst du, das funktioniert genauso, wie wir es gesagt haben. Es läuft genau nach Plan. Wir haben das alles. Guck mal, der Hakan hat die Kamera genau auf ihn gerichtet. Die filmt ihn. Der hat sogar das Bild gezeigt von dem Mädchen. Ey, ich hab Bock, irgendwie einen zu rauchen. Wäre das ein Problem, wenn jetzt gleich mal kurz ein Kollege vorbeikommt, der mir das bringt? So, ich glaube, du wirst gleich einen Anruf kriegen. Ja, ja, dann warten wir, bis es dunkel wird mit Schnaps. Ich wurde schon überall gestochen, weil die haben mich auseinandergenommen. Das ist Mannheimer Exposed, das sind die Drogenkonferenz. Weißt du? Jetzt kommen die Gangster. Doch, ich hab's auch gesehen. Doch, ja. Aber ey, können wir mal bitte darüber sprechen, wie kaputt der Typ im Kopf ist und dann sein Handy rausholt und das Foto von einem Mädchen zeigt, was er selber noch nie getroffen hat, sondern nur mit ihr geschrieben hat, um zu sagen, das ist meine Freundin, Alter. Bro, wie peinlich, Alter, ehrlich. Hast du auch Facebook gesehen? Hallo? Ja, moin. Kannst du mir was vorbeibringen? Ja, bestimmt. Wo bist du denn? Okay, ich bin gleich da. Pass auf, ich hab noch meinen Cousin und meine Schwester dabei. Mein Cousin kommt kurz mit rein. Ja, ist kein Problem. Ciao. Ciao. Alles klar, danke. Ich glaube nicht, dass das Fake ist, Leute. Ich sag euch ehrlich, das ist, glaube ich, kein Fake. Nee. Das ist kein Fake. Der Typ ist so ahnungslos. Alter, das ist schon sehr, sehr wild. Ey, falls ihr euch wundert, ich gönne mir hier einen Bauernsalat nebenbei. Ich mache aber das Mikrofon aus, dass ihr werdet meinen Schmatzen nicht hören. Alles gut. Ja. Hier. Açılmaz mı? Böyle diyorlar. Bir atasözü. Ey, Aber Box von euch. Keiner. Ich hab das Käfig gemacht. Nee, ich Spaghetti Arme, da ist Boxen nicht. Ah, ich hab Profi werden können, aber ist ja ein Assi-Sport. Ist halt, man hat keine Zukunft. Ja. Hab ich entschieden. Ach, jetzt piept er schon wieder. Ah, man hat ihn. Komm, hier, geh mal schnell. Pass auf, gleich was auf. Ich stell das mal hier aus. Ich lass meinen Schlüssel hier. Klick, 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 klick. So, hier nimmt die Schlüssel. Mit mir schnell mal was? Ja, du. Ja. Komm, Frank. Ja. Was klar bei euch? Ja, gut. Also Jungen, kommen wir nicht mehr zusammen, ne? Wir pfeifen. Prost. Ja. Prost. Tschüss. Tschüss. Aber warte mal, dass du es ist. Ah, Französisch. Ich kann auch ein bisschen. Rego! Ah, der hört mich nicht. Aber... Ich kenne nur dieses Französisch. Jetzt geht's wieder los. Er verteilt mich... Da, ey, Attila, Bruder, was hast du mit denen gemacht, Alter?
Der hat dir wieder Finger im Mund gesteckt. Ja. Wir müssen gleich noch Worms. Wir müssen noch Worms, das ist ein Drecksloch. Kai, habt ihr Bock, mal kurz die Geschichte zu erzählen? Das ist eine Geschichte. Ja, wenn ein Artikel da. Achso, den du gerade gezeigt hast. Nee, Alter. Ah, ja, ich kenne die Leute doch nicht mal. Ja, komm. Ist doch egal. Wir sind doch vertrauenswürdig. Was soll ich dir? Du siehst nicht so vertrauenswürdig aus. Bio, arme. Ah, sie haben was. Ja, gut, alles klar. Ja, komm, erzähl dir was. Also, ihr wisst ja, hast du den Artikel gezeigt? Ihr wisst ja, dass wir müssen ja eigentlich noch im Bau sein, aber wir haben Ermäßigung, sagen wir mal so, bekommen. Wie heißt das? Strafermäßigung? Strafminderung, genau, weil wir haben den Bullen geholfen, dass sie so ein vermisstes Kind finden. Krass, ne? Wie habt ihr das gemacht? Also, pass auf, guck. Ihr wisst auch, dass so Kinderschänder im Knast, ja? Entschuldigung. Die kann ja keiner leiden, ja? Und die werden in einem gesonderten Block gehalten, ja? Und wir wussten, dass das halt einer war und der Wärter, wir haben ihn so ein bisschen gestochen und dann hat er die Tür quasi offen gelassen und dann sind wir so in den Bau rein und in die Zelle. Der Spacko hat auch noch die Tür offen. Der sitzt so auf seinem Bett. Das hat er in die Fresse. Sitzt so auf seinem Bett und ist am Lesen. Ich schwöre, ne? Wir kommen rein. Der Spasti hat nicht mal gesehen, dass wir reinkommen. Ich stehe so vor dem, der guckt so hoch. Ich pack den so am Hals, ne? So bam, ey. Ich kann nicht mehr, was passiert hier? Schönster Abend meines Lebens. Ja, okay, und dann hat er natürlich so beim Google hat er uns gesagt, wo das ist, wie das steckt. Sturm? Nee, aber der lispelt jetzt ein bisschen. Aber ich sag mal so, ne, wir haben es geändert. Also das war vor 3 Monaten, weißt du, ein bisschen Zeit vergangen, wir haben uns geändert, ja, keine Gewalt mehr. Ja, kein Bock mehr auf Kriminalität, so. Deswegen, ja, klar, wir wollen jetzt einen seriösen Weg gehen, das ist Vergangenheit. Richtig. Gewalt und Kriminalität ist nicht der richtige Weg. Wobei, ne, ganz im Ernst, ne, der hat auf jeden Fall eine kurze Zündschnur, ne, wenn es um Familie geht, so. Der ist ja auch normal. Ja, aber der ist nicht so ganz normal. Ja, Familie ist das eine und alles. Ist bei allen so. Guck mal, ne, der liebt seine Schwester über alles, ne. Ich will nicht sagen, dass es schon ein bisschen so extrem ist, aber der liebt seine Schwester über alles. Guck mal, da kommst du gerade in die Pubertät, ne? Ja, weißt du, was ich meine? Weißt du, dann fangen sie an, für Jungs zu interessieren und so. Andersrum, ja. Ja, musst ein bisschen aufpassen. Der Spacko, guck mal, ne? Der hat sich sogar tätowieren lassen. Für die. Komm, zeig das Ding mal. Jetzt zeig das Ding, komm. Jetzt sind wir schon hier. Du? Nö. Ja. Extra für seine Schwester. Ja. Was steht da? I die for my blood. Ich sterbe für meine Schwester. Genau so. Krass. Warum hast du das aber nicht fertig? Bruder, was haben die für einen Film konzipiert, ja? Wissen wir. Ich wollte mal nichts dazu sagen. Warum ist ein Hammer immer dabei, ja? Das hier. Der ist ein Hammer dabei. Das ist Harry der Hammer. Was ist? Leute, ich hab mich fast verschluckt. Was passiert hier, Alter? Harry der Hammer. Was ist das? Aber ja, das hier. Das ist Harry. Das ist Harry. Das ist Harry der Hammer. Alter, bist du Ohrenmann? Tschüss. Alter, muss das sein, ey? Junge.
Junge, wenigstens ein bisschen Melone essen, ne? Komm hier. Willst du auch eine Melone? Keine Melone? Komm, wir will eine Melone. Los, ihr Lutscher, wir will eine Melone. Immer die Melone, Mann. Ein Stück. Komm, danke. Ist Sommer. Danke. Alter, hast du überall Melone im Gesicht? Danke. Melone, du, Alter. Danke. Siehst du, mehr muss ich nicht sagen. Du hast ein bisschen Melone im Gesicht. Ja. Spacko. Ey, Rat. Er hat ein gutes Herz. Ich wüsste euch mal. Gib mir mal eine Serviette, bitte. Lass mich schön bewischen, dafür halb gerührt. Brauchst du auch eine? Das noch. Ja, 2-3 Minuten, dann fahrt sie mal ab. Was ist los? Mir ist warm, ich hab Durst. Willst du was trinken? Ja. Ich geh was zu trinken für meine Schwester. Ja. Was willst du haben? Wasser, Fanta, Sprite? Fanta. Ja, okay. Ja, okay. Ja, dann komm mal kurz vorbei. Ja, okay. Bis gleich. Jetzt achtet mal auf Patrick und den Moment, als er Sarah bzw. Melina entdeckt. Er weiß, dass er in der Scheiße steckt und holt sofort sein Handy raus, um die Chatverläufe zu löschen. Seine erste Reaktion ist Spuren verwischen. Sofort. Jetzt nimmt er auch noch seine Hand vors Gesicht, um sich so gut es geht zu verstecken. Ismael lehnt sich zurück, um einen besseren Blick aufs Display zu bekommen. Hinterher hat er uns erzählt, dass Patrick alles gelöscht hat, was ihn irgendwie mit Sarah in Verbindung hätte bringen können. Was ich aber wirklich bemerkenswert finde, ist, wie Patrick sprichwörtlich im Boden versinkt. Ich meine, guck mal, der hängt fast unterm Tisch. Selbst ich fahr kurz aus der Rolle, weil ich lachen muss. Jetzt kommt Attilas Einsatz, um alles noch schlimmer zu machen. Gesagt, dass ich reden, ja? Was sagt er? Er meint, er findet dein Hemd schön und er sagt, er würde euch gerne mal nach Izmir einladen. So, er hat einen Laden noch, ein Restaurant. Und deswegen grillt er auch. Hey, Izmir, da habe ich jetzt gebucht, Vollpension. Ja. Izmir egal. Der war gut, Junge. Das sind bessere Sprüche. Naja, wir müssen weiter, ja. Ist okay jetzt? Kein Durst mehr. Okay, Idioten. Wir machen es ab. Danke, jetzt kommen wir noch. Hab noch Wurms. Also die Türken unter euch haben verstanden, was er gesagt hat, ne? Er hat gesagt, das ist doch seine Freundin. Er meinte, der hat gesagt, ist das nicht der, von dem du die Schwester ge... Ach du heiliger Schoße. Drohne hoch. Währenddessen. Ist deine Schwester, Mann? Ja. Ist deine Schwester, Mann? Willst du mich verarschen? Guck dir das mal an, die ist 13, sagt er, ja? Ich trau mich nicht, ich bin gerade mal 13. Das bekommt schon keiner raus. Mach ein. Boah, aber sowas von gebastelt, Digga. Liar. Die ist doch. Das sieht man doch sofort. Willst du mich verarschen? Guck mal, was für Psychopathen das sind. Das ist der große Bruder, Mann. Willst du mich verarschen? Was? Hab ich auch gesehen. Dicker, willst du mich verarschen? Weißt du, was du mit uns machen? Guck mal, was der mit dem Melone angestellt hat. Die Situation haben wir gerade erlebt. Ich hoffe, was für eine Situation haben wir gerade erlebt? Mein Herz rast, Jungs. Die ist 17. Paa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 
Das war deine Freundin, oder? Hast du auch erkannt? Ich hab mir auch nochmal hingeguckt. Er hat sich nochmal rumgedreht. Das hab ich gesehen. Ey. Beruhigen wir uns einfach, es ist gut gegangen. Okay? Das soll einfach nichts sagen, ja. Alter, was passiert hier, ja? Digga. Ja, Ayo, das ist. Ich zitter voll, Alter. Du zitterst? Alter. Euch tut der ja nix. Hör, willst du das wissen? Was hat der mit der Melone angestellt? Scheiß Melone zu drin, Junge. Willst du mich verarschen? Die sind geisteskrank. Ich hab mit der Sache nichts zu tun, Alter. Ich hab mit der Sache nichts zu tun. Ich hab nichts damit zu tun. Ist mir scheißegal. Der ist doch Melone, ey. Ich schluck's einfach. Mit so einem Euro. Du kennst ihn. Du kannst lachen. Du kennst ihn. Das stimmt. Und kennen die Männer. Du hast Lachen. Ich kann nicht lachen gerade. Ich weiß, wie solche Leute drauf sind. Ich weiß, was die mit einem machen. Ich weiß, dass die einen. Ich will es nicht aussprechen, aber die machen ekelhafte Sachen. Wirklich, die machen ekelhafte Sachen. Ja. Und er sagt mir, guck mal, gute Zündschnur, der hat doch nicht mal eine Zündschnur. Ich schwöre, der ist aufgestanden und hat direkt draufgeballert. Warum ging es dir gerade um gar nichts? Wenn du mir was erzählst. Warum hast du das? Und er fragt noch, warum hast du einen Hammer dabei? Ich hab gedacht, Alter, wenn du uns den Dummbild hast. Was ist der Rassist? Bu kız kardeşine beraber. Şimdi de gör, ben anlamıyorum diyor. Dur bir şimdi bence bizim izleyicilerimiz hepimiz şimdi ilk önce zili bir etkinleştirin. Aynen. Ondan sonra bir yorum yazın bir yazı versinler. Aynen. Ya, şimdi nasıl? Bir de yorum yazsınlar. Leute, das ist wirklich crazy. Für die sagen, dass das fake ist, ihr könnt ja denken, was ihr wollt, ist ja nicht schlimm, ne? Ich halte das persönlich nicht für fake. Klar, die spielen alle eine Rolle, aber der Typ weiß von nichts, der immer zensiert wird, weißt du? Die anderen spielen natürlich, ist gespielt. Die spielen ja eine Rolle, die spielen ja eine Situation. Nur der zensiert ist, der weiß von nichts, weißt du? Der Rest ist natürlich irgendwie inszeniert extra, aber. Und an die Leute, die sagen, Kick ist aus, stimmt gar nicht. Ihr müsst nur einmal aktualisieren. Aktualisiert mal alle auf Kick. Und dann werdet ihr sehen, dass das immer noch weitergeht. Das habe ich nämlich gerade auch getan. Ihr müsst nur einmal aktualisieren. Weiter geht's. Bitte Schäferfassen. Dann sie erstmal die Preise halten. Ja. Wenn sie den Mund aufmachen. Nicht nur du. Was hat der gesagt? Ich höre nur piep, piep, piep. Bitte Schäferfassen. Dann sie erstmal die Preise halten. Ja. Wenn sie den Mund aufmachen. Nicht nur du. Nicht nur du. Was hat er gesagt? Liken und kommentiert auf Türkisch? Nein, oder? Crazy Situation, ey. Der ruft an. Oh oh. Jo. Hört mich einer? Nee, nur ich. Okay, pass auf. Meine Schwester hat mir gerade gesagt, dass diese den kennt, der von euch chillt. Deswegen Dating und so. Mhm. Pass auf, dass der nicht abhaut. Lass dir bitte nichts anmerken. Wir kommen jetzt wieder. Ja, das ist klar. Er sagt, fahr mich heim. Er sagt, fahr mich heim. Dieses Kapitel nennt sich Chaos. Jetzt geht's richtig los, Alter. Fahr mich heim. Geil, Alter. Das klang für mich so wie, macht euch nicht in die Hosen, ich kläre das, ich hole eine und alles ist gut. Was hat er da gesagt? An unsere türkischen Brüder und Schwestern, einmal bitte übersetzen. Was hat der da gerade gesagt? Er sagt, die wollen alle abknallen, pass auf. Der sagt, die kommen und wollen alle abziehen. Der haut ab, weil die Waffen ziehen. Er meinte, er will tach tach irgendwas mit Knarre. Diese Mafia, die knallen die Leute ab. Guck mal, das ist einfach zu viel gerade. Wir dürfen nicht die Kontrolle verlieren. Guck mal, wir gehen jetzt alle gemeinsam von hier weg, okay?
Die gehen gemeinsam von mir weg. Die gehen alle gemeinsam. Ey, warte, die gehen alle weg. Die Kinder müssen sich dahin verstecken. Die gehen alle. Die gehen alle. Jungs, Jungs. Ey, beeilt. Kommt. Warte. Ey, nicht durcheinander. Ich weiß nicht, was da läuft. Wer kommt da etwa? Die geht nach hinten, die versteckt euch. Die versteckt euch. Die gehen alle in die gleiche Richtung. Was ficken wird, wenn du alleine kommst. Auto. Lauf. Oder sie haben daraus einfach einen Film, einen Hollywood-Film gemacht. Ich schwöre es dir. Die Story ist sehr wild, oder? Sag mal ehrlich, das haben die schon gut eingefädelt. Das ist schon sehr, 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 sehr wild. Das haben die schon gut inszeniert, auf jeden Fall. Komm, bitte, bitte. Mach die Dinger weg! Scheiß auf ihn. Was? Geh weg! Was? Bruder, ich glaube, sein Herz platzt gerade in seiner Brust von dem Jungen, oder? Der Junge kommt doch auf sein Leben nicht klar. Der Typ kommt doch auf sein Leben einfach nicht klar, Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Alter Schwede. Mir wurde gesagt, die 17. Wie? Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr mitten im Schlamassel... Ey, was passiert, wenn der jetzt mal, sage ich jetzt mal, einen Herzinfarkt bekommt? Nein, ehrlich jetzt. Echt gemeinte Frage. Stellt euch vor, er bekommt einen Herzinfarkt und stirbt jetzt vor lauter Aufregung und Angst und so. Was passiert dann? Und herauskommt, dass sie ihn quasi so pranken wollten. Oh, Queenie sagt, dann kommt er gut davon. Queenie, die Löwin, Alter. Dann Pech. Geschieht ihm recht. Boah. Wünsche ihm alles Gute vom Knastarzt. Sich gehen ins Krankenhaus und warten, bis alles gut ist. Fahrlässige Tötung. Ich würde... Okay, crazy. ...steckt und euch an den Gedanken klammert, in die Vergangenheit reisen zu können, um alles zu ändern. Glaubt ihr, Patrick würde nicht einiges dafür geben? Ich glaube, er hat einen Kick. Einen Adrenalinkick hat er. Jetzt in diesem Augenblick von diesem Auto aus in die Vergangenheit zu reisen, um einige traurige Entscheidungen rückgängig zu machen? An all die, die ähnliche Interessen haben wie Patrick, seht diesen Moment als eure Zeitreise an. Ihr habt jetzt die Chance, alles in Ordnung zu bringen und euch Hilfe zu suchen. Ich will nicht sagen, dass wir die Konsequenz dafür sind, denn das wäre übertrieben. Aber wir werden alles dafür tun, dass Menschen aufmerksam für dieses Thema werden. Seit der Erstellung unseres ersten Videos haben wir aber tausende Nachrichten bekommen von Leuten, die sich aufgrund unserer Sendung mehr mit diesem Thema beschäftigt haben und nun mehr Sorge und Schutz in ihre Kinder investieren. Was ich damit sagen will, wenn ihr an dieser Störung leidet, holt euch Hilfe. Wir befürworten und respektieren das. Wenn ihr euch aber entscheidet, kriminell zu werden, bei der wachsenden Aufmerksamkeit für dieses Thema, die wir mit jeder Folge schaffen, wird die Luft für euch sehr dünn werden. Glaubt mir. Hey! Boah, wisst ihr, was Endstufe wäre? Dass man mit Platzpatronen kommt, quasi, ne? Mit so Pistolen, die nur Platzpatronen verschießen. Und die dann so aussteigen und die so mäßig alle abballern und nur dieser eine überlebt. Den stecken die in den Kofferraum und fahren mit denen zu so einem Waldstück. Und dann lassen die den selber das Grab schaufeln. Und dann denkt, bitte lass mich in Ruhe. Boah, ich glaube, danach wäre er geheilt. Er wäre auf jeden Fall geheilt. Ich hätte es so gemacht. Der tut einen auf, der hat mir gesagt, die 17. Die 17. Ich bin gerade selber schockiert. Und sie wird keine Waffe. Warum bleiben die stehen? Warum sind die denn da stehen geblieben?
Das würde mich mal interessieren, warum die an der Stelle stehen geblieben sind. Aus der Sicht der Leute im Auto, des Fahrers und so. Leute, viele sagen Schauspieler, Fake. Leute, ihr checkt nicht, oder einige von euch verstehen anscheinend nicht, dass alles gespielt ist, alles. Ihr habt recht. Es ist alles geschauspielert, alles ist gestellt und inszeniert und jeder schlüpft in eine Rolle, außer der eine. Der weiß von gar nichts und er denkt, das ist echt. Wir haben das geschauspielert. Nee, jetzt exposen die ihn quasi. Hier droht dir keiner mit deinem Leben oder so. Das ist alles geschauspielert, sagen die ihm. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also ich hätte noch einen absoluten Film auf ihn gemacht. Schade. Wir haben das geschauspielert. Keiner wird dich schlagen oder sowas, okay? Also chill erstmal ein bisschen, okay? Du hast mein Herz raus, also nicht ohne Mensch, jetzt bist du nervös. Nein, das ist aber in Ordnung, weil du solltest auch nervös sein. Ich hätte gerne die Unterlagen, weil du nämlich sehr viel Scheiße gebaut hast. Und du weißt das auch, oder? Ja. Was hast du denn gemacht? Zum einen mit Kalper, glaube ich, den Namen, der mit seiner Schwester geschrieben hat. Hier die Unterlagen. Wie alt ist sie denn? So wie ich jetzt erfahren habe, 13. Wusstest du das nicht? Ungenau. Boah, er will sich rausreden, Alter. Die haben doch die Chatverläufe. Was für ein... Ungenau. Was steht hier? Lies mal vor. Hättest du was dagegen, wenn du eine 13-jährige Freundin hättest? Was hast du geschrieben? Es ist halt ein anderes Unterschied, aber so hätte ich nichts dagegen. Ich will, dass du jetzt ehrlich zu mir bist und mir jetzt keinen Scheiß erzählst, okay? Also wusstest du, dass sie 13 ist? Ja. Warum hast du es dann gemacht? Der müsste jetzt, wenn er ehrlich ist, wenn er wirklich jetzt, sage ich mal, ehrlich ist, müsste er sagen, weil ich ein kleiner Hurensohn bin. Das müsste er dann sagen. Weil ich... Warum habe ich das gemacht? Findest du das in Ordnung, dass ein 19-Jähriger eine 13-Jährige... Ach, er ist 19? Er selber ist 19. Ah, okay, okay. Nein. Und warum machst du, oder wieso versuchst du dann sowas anzubahnen? Zum einen wollte ich halt daraus mal... Ja, das heißt ein Scherz, es ist in dem Sinne kein Scherz, wenn man sowas will. Was? Das wirklich, nee, das ist wirklich kein Scherz. Das ist ein Schrifttat, das weißt du, ne? Das ist ein Schrifttat. Das sind, glaube ich, sogar mehrere. Ja. Der ist, glaube ich, einfach nur froh, dass er hier irgendwas labern muss und nicht aufs Maul bekommt. Alter, ich hätte noch diesen Film mit in den Kofferraum und er soll sein eigenes Loch graben, hätte ich noch gemacht, auf jeden Fall. Allein für diese dummen Ausreden gerade hier, Alter. Wohin mit denen? Wie viele Mädchen hast du denn geschrieben? Wo unter 13, also unter 18, sage ich das mal, sind zwei. Oh, da ist Patrick kurz geslippt. Er weiß, dass 13 ist. Also ist er schnell auf U18 gewechselt. Und warum machst du das, wenn du, ich sag mal, wenn du weißt, dass es nicht richtig ist? Nee, jetzt, und guck mal, ne, komm jetzt nicht so mit, ja, das ist eine Lappalie, weil es ist keine Lappalie. Zum einen, ich wollte mir eigentlich mehr oder weniger einen Spaß daraus haben, aber... Du hast hier das Hintergrundbild mit deinem Handy drin. Ja, das war halt... Was hast du denn... Er wollte sich einen Spaß damit erlauben. Puh. Ich weiß nicht. Stepan gesagt, wie alt sie ist. 17. Warum hast du das denn gesagt? Warum hast du nicht gesagt, sie ist 13, wenn das alles so gar kein Problem ist? Boah, ich bin mal gespannt, wie er auf seinen Freund reagiert. Weil sein Freund hat ja mitgemacht bei diesem Exposen quasi. Dieser Stepan. Ich bin mal gespannt, wie er auf den reagiert jetzt. Oder was er zu ihm sagt. Boah. Ich habe mies recherchiert. Wild, 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 wild. Juicy, vielen lieben Dank, mein Bruder. Weil ich halt schon öfters den Fall hatte, dass ich halt einfach verschwunden bin. Was? Dass er verarscht worden ist? Ich habe vergewaltigt worden, ist verstanden. Sprich jetzt mit Mädels.
Diese Erklärung hat wirklich null Sinn ergeben und man sieht die Fragezeichen in meinem Gesicht. Mhm. Deswegen. Was heißt Fachschwarmis? Erklär mir das. Das habe ich auch auf Instagram schon auch öfter Stepan und so gepostet. Oder was heißt. Also du bist eigentlich das Opfer. Hier jetzt nicht. Bei dem da bin ich schon. Also da pass auf, geht schon noch pass auf. Auf. Pass auf. Lies mir was hier steht. Was war's denn? Mhm. Und dann lest vor, was hier steht. Nimm mir eine Frau. Und dann? Gepiept aufgrund von YouTube-Richtlinien. Ah. Nee, nee. Ja, bisschen, was da steht. Bisschen, ein bisschen. Du wohnst ja noch zu Hause bei deinen Eltern, ne? Ja. Was würde dein Vater mit dir machen, wenn er wüsste, dass sein Sohn möchte oder denen erklärt, was ist? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, was er mit mir machen würde. Wie enttäuscht wäre wohl deine Mutter, wenn die wüsste, was du machst? Sehr enttäuscht. Willst du sie vielleicht mal anrufen, der das sagen? Kann ich nicht machen. Was? Wir dürfen eigentlich noch was sagen. Das war eigentlich nur eine rhetorische Frage. Ich hatte null damit gerechnet, dass Patrick jetzt wirklich sein Telefon rausholt. Sieht man mir, glaube ich, auch an. Hä? Was geht jetzt ab? Der ist ja richtig im Selbstzerstörer. Aber immerhin, ne? Maiskolben, ich danke dir. Aber immerhin, was geht denn jetzt ab? Ja, ich bin's, Mutter. Ich wollte dir eigentlich nur sagen oder fragen, wie du es fänden würdest, wenn ich deine 13-Jährigen haben wollen würde. Nein. Lass die Finger weg. Stellt euch vor, die Mutter hätte gesagt, ja, mir doch egal. Boah. Und zwar bin ich, habe ich auf Snapchat mit einem Mädchen geschrieben. Ja. Die ist 13. Ja, lass die Finger weg. Ist zu spät. Wieso? Weil ich genau das gemacht habe, was ich dir gerade eben gesagt habe. Hä? Dann bist du noch ganz sauber? Nee. Ich weiß, ich hab Sch**n gebaut. Kann man Konjugatoren damit aufhören? Ja, aufhören kann ich schon damit. Nur ist es halt jetzt zu spät. Was heißt zu spät? Zu spät halt. Ist sie halt da? Sie ist da, ja. Mit ein paar anderen. Aber das will ich jetzt nicht so am Telefon erklären. Der gleiche, wenn ich zu Hause bin. Aber ich leg jetzt auf. Nur, dass du Bescheid ja, okay. weißt. Ja, okay. Und wie spät wechseln? Kann ich dir noch nicht sagen. Ja, okay. Hab halt andere Probleme. Ja. Ciao. Ciao. Hä? Was ist das denn für eine Mutter, Alter? Wie spät... Ja, wie... Die so... Er expostet sich gerade, dass er ein Pedo ist, Alter. Und aktiv geworden ist. Und die so, ja, wann kommst du nach Hause? Ja, hau rein, ciao. Was ist das für eine Mutter, Alter? Kein Wunder, dass er so ist. Tut mir leid. Kein Wunder, dass er dann so ist. Ne? Meine Mutter. Als wäre seine Mutter das Problem. Ich meine, der schämt sich mehr für seine Mutter als für sein eigenes Verhalten. Schämst dich wenigstens? Ja. Jetzt, wenn ich das mal so hier in dem Raum so sehe, was es anrichten kann. Weißt du, was mich nervt? Das ist die Art und Weise, wie du das machst. Guck mal hier. Als Paar kann man sich küssen, Händchen halten und zum Beispiel als Freunde halt chillen. Oder wir machen das, was Erwachsene halt machen. Dann sagst du, du kannst mir ja... Dann sagst du, wenn ein Junge... Du erklärst das auch noch, als wäre das ein kleines Kind und du ein Erwachsener. Du erklärst das auch noch, als würdest du der Unterricht geben. Weißt du, wie läppsch das ist? Echt? Ja, jeder Familie. Guck mal, ne? Auch die Tatsache. Und jetzt, weißt du, jetzt habe ich wirklich eine Frage. Was ist hier? Dieser Part interessiert mich wirklich. Was schreibst du da? Liebst du mich. Und als sie dich fragt, liebst du mich denn, was sagst du? Ja, und du mich. Warum sagst du das? Liebst du sie wirklich? Anfangs habe ich wirklich schon angefangen, sie zu lieben. Du liebst sie also wirklich? Willst du dir das vielleicht sagen? Du sie. Hinten. Ist das wahre Liebe? Dann sag's dir doch. Wenn ich das so sehe, will ich... Die
sieht doch 1:1 wie auf den Fotos. Ja, das, ich sag ja nicht, dass die Johannes da aussieht. Guck mal, wir haben eben gesagt, wir reden keine Lass mich eine Theorie aufstellen. Du wusstest, dass das ein kleines, naives Mädchen ist. Und hast gedacht, weißt du, ich will ja so ein bisschen auch Bilder von ihr, weil du hast ja auch bestimmt was von dir gezeigt. Ich habe ein Bild von mir geschickt. Und dann hast du sie ja wahrscheinlich ein bisschen gedrängt, was von ihr zu zeigen. Und möglicherweise hast du das einfach nur gesagt, um sie ein bisschen in Sicherheit zu wiegen und was von ihr zu bekommen. Kann das sein? Ja. Ja. Weißt du, wie low das ist? Das ist ja, und ich schäme mich auch wirklich bis unter die Erde durch. Und ich habe mir auch schon geschworen, eigentlich schon beim letzten Mal, weil... Beim letzten Mal? Ich kann das. Ja. Weißt du, was ich finde? Krass, also war das nicht das erste Mal, sondern schon beim letzten Mal. Wow, Alter. Okay. Wusste man. Ja. Komm mal her. Ja, das ist dein Kumpel. Das kannst du ihm jetzt sagen. Kannst du ihm jetzt sagen, was genau, du... Was genau, die Gegenüberstellung zum Kumpel. Darauf war ich übelst gespannt. So, was du machen wolltest und... Das, ja, sag's ihm einfach. Krass, er hat das alles eingefädelt. Ich meine, ihr kennt euch seit der Jugend. Wir kennen uns schon fast das ganze Leben, ja. Jetzt ist er nervös. Okay, bitte. Guck ihm in die Augen. Ja, ich soll nicht mehr was sagen. Du hast nicht mal den Anstand und die Eier für den Scheiß, den du gemacht hast, ihm jetzt zu sagen, weißt du was? Ich hab weißt du, das ist ein alter Kumpel. Ja, dann sag's ihm. Ich hab gebaut. Nicht ja, ich hab gebaut. Sag ihm, was du. Guck mal, der Junge ist fertig mit Nerven. Der kennt dich seit ewig. Und du stehst da, als hättest du sonst, als würdest du gerade, ja, okay, ich bin ihn halt ins Auto gefahren. Entschuldige dich mal richtig. Der brauchst du nicht umarmen, der will dich nicht anfassen. Deine Hand will er mich. Nee, der will deine Hand nicht. Sorry, dass ich lache, sorry. Der wollte dir einfach einen Check geben. Der wollte dir einen Check geben. Ich kann nicht mehr, sorry. Nein, Alter, das war alles nicht echt. Ich kann das nicht mehr. Der wollte dir einfach einen Check geben. Guck mal, bitte. Der brauchst du nicht umarmen, der will dich nicht anfassen. Deine Hand will er mich. Nee, der will deine Hand nicht. Was hat er sich dabei gedacht? Dass die beiden sich jetzt umarmen und wir anfangen zu klatschen? Hey Leute, Patrick hat seinen Fehler eingesehen. Also, ich kann nicht mehr, ey Leute, das ist zu viel für mich persönlich gerade, ehrlich. Ernst? Du sollst ihm sagen, dass du Scheiße gebaut hast. Ja, ich hab Scheiße gebaut, Stefan. Sei es jetzt mit Alins Cousine oder jetzt mit Kais Schwester. Ich hab Scheiße gebaut. Es war Scheiße, ja. Das merke ich, hab ich jetzt nicht hier, das merke ich auch so. Und. Es tut mir einfach leid. Krass, der weint, ne? Der weint, Alter. Wie alt war denn Aylins Cousine? Auch 13. Da hat er sich vor Schreck fast verschluckt. Er weiß, dass seine billigen Erklärungen immer unglaubwürdiger werden. Weißt du, das ist dein Kumpel aus der Jugend. Der hat eine Freundin, weißt du, und du... Jetzt mal hart gesagt, hätte der Kumpel eine Tochter, die 13 wäre, hätte er sich auch an sie rangemacht. Sag ich euch, wie es ist. Solche Leute sind so. Die haben ja gar keinen Respekt vor nichts und niemanden. Ich habe mal so eine Geschichte mitbekommen, bei uns hier in der Hood. Da ist ein Kumpel von mir, der ist ein bisschen älter. Der hat 3-4 Kinder und er hat eine Tochter, die ist schon ein bisschen älter. Und einer von diesen Hood-Leuten, so ein Junkie, hat sich undercover mit ihr getroffen, die war 12. Und er war schon 28 oder so, kein Witz. Und sie ist 12, sie dachte, das ist ihre große Liebe oder so. Und das kam raus und der Papa ist halt ein heftiger Typ, ne? Der hat auch so Brüder, mehrere Brüder, die auch älter sind und die sind alle so ein bisschen schräg drauf. Die haben diesen Jungen gepackt, ein ganzes Wochenende in einer Wohnung eingesperrt. Und jeder der Brüder und Angehörige sind da reingegangen und haben sonst was mit denen gemacht. Ein ganzes Wochenende, ne? Und dieser Junge ist bis heute nicht mehr derselbe. Wirklich. Ich habe auch gehört, die haben den sogar vom zweiten Stock einmal geschmissen und wieder aufgehoben und wieder in die Wohnung gebracht. Ist kein Witz. Also real, echte Geschichte. Jaja. Nichts mit Behörden. Die haben das selber geklärt. Das sind, ich glaube, die kommen aus Bulgarien. Das waren Bulgaren.
Und der das gemacht hat, ist ja egal, welche Nationalität, aber in deren Kultur, die haben halt auch viele Kinder und so, weißt du? Ja, die haben ein ganzes Wochenende, ich glaube, von Freitag bis Sonntag. Und dann haben die ihn, glaube ich, irgendwie nachts irgendwann rausgelassen und danach, bis heute hast du den nicht mal richtig wiedergesehen, den Typen. Weil jeder hat die Geschichte erfahren und der ist halt überall unten durch, ne? Der hat sich bei einem Kumpel, wo er immer gechillt hat, von dem er auch manchmal was geholt hat, hatte sich an der Tochter rangemacht, die 12 war oder so. Zieh dir das mal rein. Du, Barasik, bist du eigentlich nicht so schlau. Weißt du was? Weißt du was du. Ich sag mal, er ist noch jung und er ist ein. Guck mal, er ist ein guter Kerl, ein lieber Kerl. Weißt du? Ich sag dir ganz im Ernst. Also, sei froh, dass das eine von unseren Cousinen war, ich schwöre. Und hier sagt Nick, dass er dann richtig, richtig, richtig enttäuscht wäre. Viel mehr ist dann auch nicht mehr passiert. Und wir haben die Polizei gerufen. Diese Folge haben wir für alle gemacht, die von so etwas betroffen sind. Wir lesen eure Nachrichten. Der ist der Beste, ich sag euch ehrlich. Attila hat auf jeden Fall den Vogel abgeschossen, in den er diesen Pisser die ganze Zeit den Finger in den Mund gesteckt hat. Das war schon heavy. Und sie geben uns jeden Tag Kraft, um noch einen dran zu kriegen und der Polizei zu übergeben. Wir wollen euch sagen, dass ihr nicht alleine seid. Und auch wenn es das Erlebte nicht ungeschehen macht, können wir euch vielleicht trotzdem ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Nach nunmehr 3 Jahren wollen wir unser Versprechen mit euch aus Folge 7 erneuern. Also, wenn ihr stark bleibt und uns versprecht, dass ihr euer bestes Leben lebt, dann machen wir die 100 Folgen voll. Also, was denkt ihr? Haben wir einen Deal? Crazy, ja? Crazy, also ich sag euch ehrlich, krasse Nummer. Also sehr, sehr gut inszeniert alles von den Jungs, muss man einfach sagen. Sehr clever gemacht, ja. Ist einfach so. Das haben die echt clever gemacht und ja, ich hoffe, dass ihr das supportet, sowas. Like das Video, schreibt einen Kommentar.